Liebe Schüler, heute möchte ich mit euch über Klecksaufgaben sprechen. Klecksaufgaben kennt ihr schon von der schriftlichen Addition. Es gibt sie auch bei der schriftlichen Subtraktion. Hier seht ihr ein Beispiel. Ihr seht hier die drei Kleckse, die ich herausfinden muss. Wenn ihr die Aufgabe lösen sollt, beginnt bitte immer bei den Einern. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt jetzt euch hier die Ergänzungsaufgabe denken. Wie viel plus 3 ergibt 5? Das sind 2. Ihr könnt es immer noch kontrollieren, ob es stimmt. Von der 2 zu 5 fehlen 3. Richtig. Hier könnt ihr euch denken, 3 plus 6 ergibt das. Also ist hier oben eine 9. Ihr könnt es nochmal überprüfen. Von der 3 zur 9 fehlen 6. Richtig. Bei den Hundertern geht es so, wie ihr es kennt. 2 plus wie viel ergibt 7? Das sind 5. Gut, dann habt ihr die Aufgabe schon gelöst. Schwieriger wird es bei Aufgaben, bei Klecksaufgaben, die einen Übertrag haben. Bei solchen. Hier müsst ihr auch wieder bei den Einern beginnen. Ihr fangt wieder an. Wie viel plus 6 ergibt 2? Das geht nicht. Ihr könnt nicht zu irgendwas 6 dazu tun, dass ihr 2 bekommt. Also ist es hier keine 2, sondern eine 12, die ihr euch denken müsst. Deswegen ist es hier ganz wichtig, den Übertrag zu schreiben. Jetzt könnt ihr das rechnen. Wie viel plus 6 ergibt 12? Das sind 6. Ihr könnt es nochmal kontrollieren. Von der 6 zur 12 fehlen 6. Richtig. Jetzt geht ihr zu den Zehnern und da ist es ganz wichtig, dass ihr den Übertrag nicht vergesst zu rechnen. Ihr könnt hier denken, von 5, 5 plus 6 ergibt 11. Ich kann hier aber keine 11 hineinschreiben, hier steht nur eine Ziffer. Deswegen müssen die Einer, also die 1, muss hier oben stehen und die Zehner, also die 1 von der 11, ist hier der Übertrag. Ja? Ich kann es nochmal kontrollieren. Von der 5 zur 11 fehlen 6. Richtig. Bei den Hundertern ist es auch wieder ganz wichtig, den Übertrag nicht zu vergessen. Da kann ich mir denken, das muss ja hier zusammen sein. Wie viel plus 1 plus 2 ergibt 6? Das muss 3 ergeben. Wir können es kontrollieren. 4 plus 2 ergibt 6. Richtig. Die Aufgaben sind ein bisschen schwer wegen dem Übertrag. Vergesst die nicht und dann kriegt ihr das hin.